Okay, Stefan, wie war das Thema hier von diesem Podcast nochmal? Ich glaube Google Ads. Es geht wieder. Boom, boom. 2 plus 2 is 4, minus 1, that's 3. Quick math. Ja, auf jeden Fall, bring mir einen Kaffee. Und als ich das gemacht habe, das ist das Wichtige, ist mir aufgefallen, dass wir noch gar keine Folge über den Quality Score haben. Ich war mir aber so sicher, wir haben mal eine aufgenommen. Und da bin ich fast vom Stuhl gefallen. Ja, wie gesagt, 60 Folgen und nicht über eins der wichtigsten Sachen zu reden, ist schon ein bisschen ziemlich Panne, ne? Grenzwertig hier. Also bestimmt ein paar Zuhörer abgesprungen hier. Ich fand mal krass, das habe ich mir mal ausgerechnet, es gab so einen Russen, der ist auf so ein Gebäude geklettert. Und das haben so viele Menschen geguckt und das Video hatte so eine Watchtime, das waren 8 Menschenleben. 8 Stück. Der hat sozusagen, der hätte vom Turm fallen können, oben runterfallen können, da hätten alle gesagt, boah, ist das krass, der ist gestorben. Aber in Summe, volkswirtschaftlich gesehen, wurde mehr Zeit gefressen, als wenn er vom Turm gefallen wäre. Yo, Stefan, ey, und du gibst mir heute den besten Tipp, den ich je von dir bekommen habe, mit dem ich wirklich direkt alle Google Ads-Konten von uns durchgehen werde. Wieso bohrt der da bei dir im Hintergrund schon wieder? Ist egal. Egal, das können wir verkraften, aber ist wirklich der beste Tipp, den ich wirklich je über Google Ads gelesen habe oder gehört habe. Das freut mich, ja. Deswegen bleibt heute bitte dabei, ey. Super geile Folge. Hör auf zu bohren, wir wollen jetzt anfangen. Ja, also wir versprechen, dass das Bohren erst ganz am Ende kommt und dann brechen wir auch ab. Ja, viel Spaß. Ciao. Geht los, meine ich. Wenn er den Kurs von Olaf Möller kauft für 30 Euro, dann hat er davon aber jahrelang was, weil er sagt, boah, ich habe mir das angeguckt und bin jetzt wirklich lockerer vor der Kamera. Das gibt mir was. Malte, ja. Ich muss dich kurz mal unterbrechen, Entschuldigung, weil mein Sohn staubsaugt gerade im Flur. Der weiß nicht, dass gerade dieses Leer läuft, sonst haben wir es zu realistisch für die Aufnahme. Mit dann auch Mist drauf. Ja, kein Problem. Einen Augenblick. Kein Problem. Ja, aber das, weißt du, wenn das Leute von Bing hören, dann finden die das scheiße. Ja, und wenn das Leute von Google hören, dann finden die es richtig geil. Ja. Aber wenn ein Kunde bei dir anruft und der Kunde sagt, boah, ich kaufe jede Woche, kaufe ich Einrichtungen für, wir haben hier nämlich so ein Altersheim und da brauchen wir im Wert für 7 Millionen Euro im Jahr Möbel für unsere, ich wollte gerade schon sagen Insassen, von mir aus auch ein Gefängnis. Bezahle ich dir einen Taui pro Folge irgendwann, Alter. Das ja. Ab nächster Woche kriegst du einen Taui pro Folge. Ja gut, dann bin ich weiter dabei, passt schon. Ja, und dann frage ich mich aber, was ist mit Leuten los, die zu uns kommen und sagen, ich mache alles ein bisschen, so. Geht ihr nur saufen oder wie? Wenn du sagst, ihr konntet Erfolge feiern, in Anführungszeichen, dann denkt man, ihr hattet keine Erfolge, aber habt trotzdem gefeiert. Nein. Es gibt natürlich noch viele weitere, aber das sind so gerade die 4 YouTube, TikTok, Insta, Facebook, wo man kostenlose Reichweite haben kann, indem man mit diesem Paradigma Authentizität first. Man muss nicht immer Denglisch reden, dann kann es auch mal schief gehen, ne? Ja, aber ich bin da sowieso ein bisschen komisch, was das angeht, weil ich zum Beispiel auch niemals ein Video von mir hochladen würde, das nicht meine Qualitätsansprüche hat, obwohl es eigentlich... Warte mal ganz so, ey Simon! Simon, ich mache hier Podcast! Das ist so lustig, dass jetzt gerade von hinten jemand kommt und der denkt, wir reden mit dem Fahrrad, weil wir das glaube ich ans Fahrrad gemacht haben. Richtig geil. Mama, stopp. Guten Tag. Das denken viele immer nicht. Italien hört sich immer so weit weg an, ne? Das war mir jetzt auch neu. Ist aber. So, musst du mal auf die Landkarte gucken. Da war ich auch überrascht. Okay. Das habe ich mir, seit Jahren habe ich mir das gemerkt, weil mich das auch so überrascht hat. So, weil Italien ist für mich ein Urlaubsland. Das kann nicht 40 Kilometer von Deutschland entfernt sein. So. So voll der Quatsch gerade. Man kriegt übrigens auch schnell mal eine Sehnscheinentzündung, wenn man zu viel dann wirklich da rumtippt und so. Jetzt echt? Ja. Ja, super für Puppenspieler, danke. Warte kurz, ich gehe mal kurz drauf, wie viel ich heute verdient habe hier mit meinen AdSense-Sachen. 3,50 €. Damit läute ich jetzt die Sommerpause hier für WZVE erstmal ein. Jetzt kommt erstmal nur Content Chaos, der neue Name für unseren neuen Podcast, Trommelwirbel. Ja, lassen wir jetzt aus, ist Content Chaos. Ja, also ich habe letzte Woche ein neues Startup gegründet, Klopapierwolf heißt es. Nein, hast du nicht. Natürlich nicht. Ich wollte eigentlich nur sagen, wie habt ihr die Atmod immer gemacht? Ich habe die gerade gar nicht mehr im Kopf. Schön, dass du wieder dabei warst. Ja. Immer. Ja, ich glaube schon. Ja, dann noch fürs Reinschneiden, das kannst du ja irgendwo dazwischen setzen. Schön, dass du wieder dabei warst bei
dieser Episode von Handel 4.0. Ja, das setzt jetzt irgendwo dazwischen. Nein, es geht so. Schön, dass du wieder dabei warst bei einer neuen Folge Handel 4.0. Heute reden Paul und Maxi, das bin ich. Schön, dass du wieder dabei bist, nicht warst, wenn du sagst, ach, heute dabei bist, ja, genau. Dann ist das die Anmod. Richtig, die Anmod ist die das. Die Anmod müssen wir noch machen. Ja, die Anmod, genau. Okay. Die macht Simon, Jonas immer so gut. Okay. Der haut da mal direkt was raus. Jonas, willst du mal kurz kommen? Jonas! Jonas. Ja, dann sagen wir doch jetzt mal, schön, dass du wieder dabei bist. Willst du? Nein, warte. Schön, dass du wieder dabei bist. Okay, gut. Schön, dass du wieder dabei bist. Jetzt ist der Wurm drin. Richtig gut sein, es kann ja oft auch sehr abgehoben sein. Also, ich glaube, dass... So wie du, Stefan. So wie du, Stefan, zum Beispiel, genau. Und zwar wollte ich immer mal in einem Video oder in einem Podcast hier die Feuchtigkeitscreme empfehlen, und zwar von Sante. Das ist jetzt kein Witz. Die lachen hier gerade im Hintergrund alle. Aber auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ah, Simon nutzt sie auch privat, sagt er gerade. Wie zum Beispiel so Beauty-Produkte oder so ein Föhn beispielsweise, ne? Hat sich Jenny neulich mal geholt, hier habe ich auch mal aus Spaß ausprobiert, aber es ist wie so eine Haarbürste, die föhnt, ne? Richtig geil. Und dann habe ich den mir durchs Haar durchgezogen. Okay, nee, das wollte ich jetzt gar nicht erzählen. Okay, ich hab's gerade ernsthaft verpeilt. Hey Marcel, ich bin dann für dich da, wenn ich da bin. Für dich, dann bin ich für dich da. Das klingt voll nach Logik. Ja, ne? Stefan, hast du, weil das passt ja super zum Thema hier, hast du schon mal, ey, du feilst dir da die Nägel gerade. Nee, ich putze nur meinen Tisch, ups. Ständer, aber das kann man auf dem Ständer noch alles drauf machen. Für ein Handy, dass man, nee, Handy ist weird, gibt's alles schon. Ich habe lustigerweise, hat mir gestern wer gesagt, ich glaube, der muss ich irgendwie verschrieben haben, Stefan, der hat mir Folgendes gesagt, momentan ist sein Modell so, er guckt, was er bei Facebook, was der Kunde da reinsteckt, nimmt diesen Betrag mal 2 und davon berechnet er dem Kunden die Hälfte. Geile Rechnung, ja. Ey, ich will voll erfolgreich werden. Guck mal, ey, die sind auch voll erfolgreich. So mein Level, um mit dir zu reden. Geil, erfolgreich, Erfolg, Geld. Geil, nee. Wie viel Zweitwohnsteuer zahlt man so in Stuttgart? 5%, 10%? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, kann ich dir nicht irgendwann sagen. Irgendwann kommen die, irgendwann klopfen die an die Tür. Das kann auch so nach 6, 7 Jahren sein. Okay. Nee, ich zahle schon, also ich weiß nur nicht, wie viel das ist. Okay, kein Ding, ja. Yo, hi Maxi. Hi Paul. Neue Folge Online-Handel 4.0. Online-Handel 4.0. Wir geben dem Podcast jetzt einen neuen Namen. Genau. Heute beratungsintensive Produkte. Lass mal direkt anfangen, ich habe nicht viel Zeit. Okay, gut, alles klar. Übrigens, wir sind im Homeoffice. Die letzten Jahre wurde es immer mehr, dass ich Speaker-Anfragen bekomme. Ich wäre jetzt auch auf so einer fetten PPC-Konferenz gewesen. Mega der Mist. Klar werden Steuern manchmal für Kacke ausgegeben, aber ich gebe selber privat ja auch Geld manchmal für Kacke aus, ne? Geschenke, die mit dabei sind, dass man da sagt, ab 70 Euro bekommst du noch was Größeres, ab 100 Euro bekommst du das und das dazu, dass die Leute sich dann sagen, ja, boah, da habe ich Bock drauf, dann mache ich jetzt heute einen größeren Warenkorb. Dass man sagt, ey, du bist ein treuer Kunde. Oh Gott, stopp mal. Simon, das müssen wir hier schneiden, ganz kurz. Mimi ist hier im Hintergrund. Wir müssen jetzt evakuieren. Aber ich weiß nicht, ob man das hört, Jenny. Also du musst ja echt nicht so eine Platte machen, weil man hört nur uns bei diesem Malte, Mikrofon. Sie legt gerade eine Wurst. Ey, man hört sie nicht. Hier haben Leute echt ihren Job, weil wir Mitglieder haben. Das muss man auch sagen so. Also coole, entspannte Leute haben hier ihren Job und haben eine tolle Arbeit und lieben, was sie tun und machen eine geile Sache und reißen sich echt für euch den Arsch auch auf. Und deswegen, also ich gebe das Geld nicht irgendwie in irgendeinem Bordell aus. Keine Bange. Tom, das muss raus. Tom, das bleibt drin. Das regt mich immer auf. Ich kann nicht schreiben CO für Anfänger, weil F-O-R, weil die denken, das ist for. Ja? Hure oder wie? Nein. Fell. Pelz. Echt? Hä, aber warum wird ein Pelz? Du darfst keine Werbung für Pelz machen. Also für Tierpelz. Und geile Produktlisten aufbauen, so. Ja, top, genau. Top Spielprodukte, top Tees, top, ja. Top Grüntees 2020. Genau, aber das sind halt Sachen, die. Ey, Jonas, warte mal, du kannst echt doch ein bisschen mehr dran gehen. Ich meinte nur, dass das hier, weil jetzt bist du voll leise. Dem hat's ein bisschen gepoppt, ne? Ja, ja, es hat nur ein bisschen gepoppt, weil du das kannst du, glaube ich, an dein Gesicht ziehen und dann. Nur dann. Also du kannst es ruhig. Wie kann ich? Schon. Achso,
schon so nah bei dir dran. Weil das ist sonst zum Anfang, glaube ich, viel leiser bei dir. Okay, kann sein. Das könnt ihr rausschneiden, das erkennt ihr. Das hier lose. Ich würde das gehen. So, noch, okay. Ja. Also geh ruhig nah dran, ne? Ja. Aber das hier, eher vor dein Gesicht. Nee, nicht vor das Mikro. Weil jetzt wieder vor das Mikro. Jetzt wieder zu dicht vom Mikro. So? Ja, genau. Und du gehst komplett in das Ding dran. Alles okay, gut. Ja, alles klar. Jetzt machen wir kurz Pause hier. Drei, vier Piccolo lügen nicht. Okay, Soundcheck bestanden. Kannst du dein Mikrofon ein bisschen leiser machen, Stefan? Klar, Sekunde. Noch ein bisschen leiser. Weil manchmal geht es immer so über die Hälfte. Siehst du bei mir den Ausschlag? Der geht immer nie über die Hälfte. Bei dir geht er manchmal drüber, dann klingt das so blechern. So ein Viertel runter. Okay, und jetzt? Ist jetzt besser? Ist sehr leise. Guck mal deinen Ausschlag an hier um dein Icon. Warte kurz. Jetzt kommt's gar nicht mehr. Hallo, hallo. Okay. Leise. Zu leise. Und jetzt? Wie ist jetzt? Red mal nochmal. Jetzt ist es vielleicht besser? Ja, genau. Okay. Jetzt können wir noch ein ganz kleines Mühe wieder hoch. So ein. Okay, und jetzt? Wie ist es jetzt? Ist jetzt? Ist besser? Jetzt könnte immer noch ein ganz kleines Mühe wieder hoch. Ja, jetzt bin ich fast wieder bei der gleichen Zahl, wie ich vorher war. Ja, ist schwierig einzustellen. Nee, dann ist jetzt gut, okay? Okay, gut. Lieber ein bisschen zu leise. Gut, dann rede ich halt ein bisschen leiser. Nee, musst du nicht. Nee, das wäre doof. Aber jetzt sind wir bei der gleichen Zahl wie vorher. Dann geht doch ein bisschen runter. Theorie ist immer was Theoretisches, sag ich mal, ne? Und dann wird gesagt, ich arbeite bei Thomann in der Telefonzentrale und ich berate jeden Tag. Und dann sagen die Leute, okay, das ist ein geiler Kundensupport. Aber nicht, weil du das hinschreibst. Mhm. Ja. Voll müde. Ja, ne? Ja. Ein, zwei Punkte noch und dann machen wir den Hahn zu. Die Wanne ist voll. Die Wanne ist voll. Die Wanne ist voll. Haben wir so noch nie drüber geredet. Kundensupport finde ich gut. Ist mal ein neues Gespräch. Ja. Pinterest Ads nochmal überdacht müssen wir auch machen. Ist 102, da habe ich nämlich auch was zu erzählen. Pinterest, okay. Ja, genau. Da wurde ich leider gesperrt. Also, spielt Russisch-Content Roulette. Macht richtig Spaß. Man wird nicht erschossen dabei. Ey, witzig, dass Hustle auch Abzocker heißt auf amerikanisch-englisch. So, wir sind am Hustlen. Das ist so dieser Online-Markter-Begriff. So, ja, genau, ihr hustelt. Genau. Geil. Wer das weiß, ist ja super lustig. Immer so auf Insta so. Ich war heute wieder ganz stark am Hustlen. Ja, genau, warst du. Du hast wieder abgezockt. Jonas, hau nochmal den Knallertipp raus. Hatten wir schon. Hier wird wieder vor meiner Haustür. Was ist das? Das habe ich ja nie gesehen. Jetzt sieht aus wie ein Elefant. Geil. Das ist so ein Laub. Bläser? Ja, aber mit einem Auto im Hintergrund. Und vorne hat der so einen Schlauch dran, wie so ein Elefantenrüssel. Also praktisch ein Baustellenfahrzeug mit einem Rüssel vorne. Richtig, richtig geil. Okay. Das muss auf jeden Fall mit rein in die Folge. Nie gesehen sowas, bei, ja. Bei Stefan Fetten. Doch, ich kenne diese Rüsselfahrzeuge. So im Laub wegzupusten, oder nicht? Ja. Na klar, ein Rüsselfahrzeug. Stefan mega hat cool. Wir haben kurz einen Cut gemacht eben, weil Stefan hatte ein Rüsselfahrzeug vor der Ja, ich hab sowas noch nie gesehen. Ja. Wie lange arbeite ich jetzt bei den Beratern? Oder so. Ja. Also hier werden Gehaltsverhandlungen an einem Podcast-Mischpult geführt. Damit auch alles schön rechtskräftig ist. Genau. So, Malte, dann mal Butter bei die Fische. Wir werden jetzt mal reden. Ja, auf jeden Fall. Also kannst mehr als ich haben. Ich habe genug Spaß. Ich habe in den letzten Wochen, ich habe so viele Sachen bestellt, weil ich sie bei YouTube gesehen habe, dass irgendwelche Öle da benutzt werden, irgendwelche Wachse, irgendwelche Fahrradreinigungspasten. Irgendwie Sachen, die ich an den Sattel dran schmiere, damit er nicht so da runterrutscht. Was habe ich noch mir die noch gute bestellt? Die Gesäßcreme habe ich im Internet bestellt, weil ich es bei YouTube gesehen habe, wie sich wer da den Hintern eincremt. Genau. Stefan, danke für diese tolle Folge, dessen Thema wir vergessen haben. Bis dann.